Ich brauch dich heute Nacht. Die Zeit mit Flirten und Tanzen verbracht. Sie weiß, was hier abgeht, und ich hab es nicht gecheckt. Ich tanze mit einem Vampir das Bett. Okay. Das ist der beste Platz überhaupt. Direkt neben dem dreckigen Katzenklo. Ja, und die Katze rennt da noch drüber. Oh. Oh, so romantisch. Das ist echt falsch. Da, wie der sie synchron ihren Kopf bewegen. Da, der große Wagen. Jo, ich kannte die doch, da waren es Bäume. Wow, ist das spannend. Oh, guck mal, sie zeigt ihm was. Das sieht aus wie ein Penis. Speedy, verpiss dich jetzt hier. Wir machen gleich Bum-Bum. Holy fuck, sind das viele Sterne. Ja, das sieht aus wie... und das sieht aus wie... Warum glitzert das so? Sind wir auf einer Rave-Party? Hey, guck mal, es bewegt. Alter, es ist mega Trip gerade. Wow. Drehen die sich und ziehen die sich auseinander und wieder zusammen? Eigentlich bewegen die sich nur, aber weil das so mega high-res ist... Sieht das aus, als würden sie anfangen, so zu pulsieren. Ja, ne? Aber dabei bewegen sie sich einfach das nur. Das ist halt krass. Und funkeln halt gleichzeitig. Ja, das Funkeln macht ein bisschen verrückt. Aber so ist es. Auf Keke kacken. Oh, schade. Nee, aber die waren dann gucken. Auf Anrichte. Okay, na dann, viel Spaß. Danach kannst du übrigens mal das Katzenklo sauber machen. Und dann sollten die scheiß Klumpen reinigen. Sonst raste ich hier aus. Finanziert ihr doch nicht einen Urlaub, ohne dass die Dreckklumpen. Sie wird ja gleich ihren Dreckklumpen reinigen. Rast dich gleich aus. Da ist bei mir hier Puls 180. Jo. Artefakt freilegen. Wollen wir den artefaktförmigen Dreckklumpen nehmen? Oder den artefaktförmigen Dreckklumpen? Oder den artefaktförmigen Dreckklumpen? Oder den artefaktförmigen Dreckklumpen? Den. Also faktförmigen Dreckklumpen. Dann nehmen wir den da. Ja, genau. Habe ich doch gesagt. Mein Gott. Oh, bitte lauf doch die Wand hoch. Oh mein Gott, bitte. Oh mein Gott, wie er einfach so... Oh yeah. Krass. Sich durch seine nicht vorhandenen Haare gefahren hat. Und er denkt jetzt gerade wieder an Hamburger. Ja, der wird sich auch gleich nochmal was holen. Weil wenn das Katzenklo sauber machen so leicht wäre, das funktioniert so nicht. Es dauert eine Stunde und dann kackt die Katze direkt danach dreimal rein. Und weil, und auf den Teppich. Ja, weil sie es vor allen Dingen nicht mag, wenn man das halt gerade sauber gemacht hat. Sie will, dass es dann wieder imprägniert ist, aber sie beschwert sich dann gleichzeitig darüber, dass es dreckig ist. Cats in a nutshell. Das ist genauso, sie sitzt an der Tür. Du machst die Tür auf, die Katze so. Und dann machst du die Tür zu und dann wieder. Es ist super, dass die Katze immer mal bei jedem zweiten, dritten Miau im Stimmbruch ist. Ich habe die Mandrake aus Don't Starve nachgemacht. Die das? Macht so Geräusche. Die Mandrake. Ah ja, das stimmt. Und wenn man die isst? Ist sie tot. Und der Tag vorbei. Oder der nächste Tag. Ja, man regeneriert irgendwie ganz viel und kann damit was skippen oder so. Voll praktisch. Bei Bosskämpfen zum Beispiel. Alter. Okay. Der ist die ganze Zeit. Am Ende des Monats so mega die Rechnung von der Selbstbedienungsbar. 30.000 für Hamburger und Würstchen und alles Mögliche. Okay, Mama schon Mama, da Tiki. Ja, das dauert tiki, tiki, ein bisschen. Tiki-Taka, Tiki-Taka, los, jetzt guck mal hier. Oh, dann muss sie auch noch schlafen. Wir haben nur einen Dreckklumpen da. Oh, nicht authentifiziertes Messer. Was? Du kannst authentifizieren. Ja, erstmal ist es ein nicht authentifiziertes Messer. Mach jetzt mehr, Buffy. Los jetzt, Authentifika Felicitz, nach rationalisiere das jetzt. Das macht sie automatisch, weil sie es kann. Geil. Warum nimmt sie nicht die Lupe, die da ist, sondern ihre eigene? Das ist nur Dekoration. Spiel mit mir. Verpiss dich. Das hat sie doch auch gerade... Oh, for fuck's sake. Wir haben es gesagt. I knew it. Ja, genau. Oh. Rede mit Sweetie. Irgendwas hat sie positiv und Sweetie geht's gut und super. Okay. Mach mal jetzt hin da. Hopp jetzt. Ist oh, das? Nicht klemmen gleich. Oh mein Gott, der Balken ist schon ganz dick. Buffy hat das Objekt sorgfältig analysiert und als echt eingestuft. Yay. Weitere Analysen können zusätzliche Informationen mitbringen. Okay. Geh mal direkt schlafen und nicht nur ein Nickerchen machen. Rein damit.
Wir können das halt jetzt dann weiter analysieren danach. Das ist nee, gut. Das ist in Welt platzieren. Oh, for fuck's sake, Kind. Leg dich doch einfach schlafen. Nein, leg dich jetzt schlafen. Was stört sie denn? Ich weiß es nicht. Oh, was ist verkehrt mit dir, du Miststück? Ich hasse die halt gerade. Ja, nee, mir war's klar, das kann sie oder was? Du dummes Stück Kacke. Ja, die Rechnungen. Wow. Ja, das ist halt unsere Wohnung, kostet so viel in der Woche. Wir verdienen ja aber auch ganz gut. Hey, du verdienst 3000 Simoleons am Tag. Ja, gehe ich 4 Tage arbeiten, dass wir uns eine Wohnung für 7 Tage leisten. Oh, das ist... Wollte ich gerade sagen, das ist ziemlich akkurat zu dem, wie unsere Miete aussieht. Was? Spendet uns Geld! Unterstützt die Alte auf Tippi. Das ist das, was wichtig ist. Es ist halt auch cool, weil Tippi klingt wie Titti. Und bald gibt's da eventuell Lootboxen. Titty-Lootboxen? Ich mal Brüste drauf. Oh, das ist gut. Ja. Der Postbote denkt sich dann auch so. Oh, ich lasse es so aussehen, als wäre es ein Paketchen von Beate Uhse. Weißt du, so richtig cringy. Weil wirklich so, war eigentlich so ein Paket, das nur Lexi Bexi bestellen würde. Ja. Und dann ist da drin halt ein Stift. Und ich so, vibriert, wenn man das Handy da dran hält. Wieso schläfst du nicht zu Ende? Geh zu Ende schlafen, du Kack! Die hat halt Hunger und muss Pipi. Oh, die Katze war es die ganze Zeit. Nee, die ist ja nur rum. Oh, ich hasse die hart. Geh jetzt kacken und dann nimm dir ein Würstchen vom... Das ist schon vergammelt. Ja, stand ja auch draußen. Warum liegt denn da eine weiße Katze? Das ist die Ninja, die Hübsche. Hübscher. Ja, ist hübsch. Reste nehmen, was auch immer. Da wahrscheinlich noch was von dem Ohrsalat oder so. Oh, der Tod hat ja alles voll gesifft und verpisst dich einfach. Ja, das stimmt. Wir sollten ihn wieder ausladen. Stück Dreck. So. Jesus, oh, da ist er. Benjamin wurde zur Tagespflege geschickt. Oh, er wäscht ab. Benjamin wurde vom Jugendamt abgeholt. Das ist witzig. Was ist sie da? Gegrillte Früchte vom Sensenmann. Na dann, guten Hunger. Er auch, Mensch. Schön. Danach kannst du übrigens aufräumen, junge Frau. Das ist das Problem am Sensenmann, ne? Der isst halt die ganze Zeit und verursacht nur Abwasch. Übel. Das sind 3 Teller dort, 4 Teller, 5 Teller mit dem 6, 7 Teller. Innerhalb von 8 Stunden? Macht sie das jetzt auch brav alles? Ja. Wow, du, der Teller. Da. Oh, jetzt hat immer der angefangen. Oh, was? Geh das jetzt Teller ins Gesicht. So war meine Ansage übrigens heute beim ICE fahren. Wir können leider nicht weiterfahren. Brand auf dem Gleis. Minuten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Aber im Englisch hat das dann lupenrein gesagt. Farewell, Travelers. This Deutsche Bahn has a big problem because the Strecke is burning very stark. It was heiß draußen. So please calm down. We need 30 minutes before we arrive in Spandau. Das klang halt wirklich leider sehr akkurat genauso. Und ich bin übrigens dafür, dass ich die englischen Texte bei der Bahn einspreche. Hello, ladies and gentlemen. Thank you for traveling with Deutsche Bahn to our destination. Wir fährten nach Bielefeld! Departure Arrival. Oh, weißt du, das ist nicht Lara Croft. Es ist nicht. Wer wäscht ab? Digga, was? Der Tod wäscht ab. Was? Tod wäscht ab. Ja. Alter, wir könnten Bücher rausbringen. Sie muss dann auf jeden der Fall. Der Tod in der Waschküche. Sie will gerade schlafen. Hallo, mach das ich mach aus. Die Wäsche. Leg dich dahin, geh schlafen. Bitte schlaf. Sweetie, verpiss dich. Das ist einfach hart, ey. Wir wurden heute Morgen übrigens geweckt von einer Katze. Ja, genau, die nicht mal so. Unsere die Katze gehört ist. Halt nicht und sie stand am Fenster. Miau, miau, miau. Hast du gedacht, die ist wieder weg? Ich glaube, sie hat das Fliegengitter wirklich zerkratzt. Zupf, zupf, zupf. Fliegengitter kaputt. Miau.
ein halber Kopf reingeguckt. Oh, ich hasse dich hart. Ich stelle jetzt dein Zelt draußen auf. In den Wald platzieren. Da gehst du jetzt schlafen, wenn du da nicht schlafst. Ist halt wirklich so. Ich weiß nicht, warum die so drauf ist. Boah, geh dann halt dahin, wenn du zu doof dafür bist, das in dem Raum aufzustellen. So, stell dein Zelt auf. Geh schlafen. Benjamin ist von der Tagespflege zurück. Yay! Ui, das funktioniert. Aber es bringt halt nichts. Bisschen. Wer ist da jetzt reingegangen? Ist da gerade ein Typ reingegangen? Ja! Da ist einfach ein Dude reingegangen! Wer ist da jetzt drin? Was zur Hölle ist verkehrt mit den Leuten? Stell dir vor, du zähltest irgendwo rein und legst... Kuckuck! Hallo! Wer sind Sie? Da! Marcos Ortega ist Marktverkäufer. Oh. Erwachsener, keine Ahnung, was der jetzt... Oh. Spontaner Why? Besuch im Bum-Bum-Zelt. Oh, ich muss das unbedingt mal zwischenspeichern. Oh, ist ein Traum. Dinge, die passieren in Sims 4. Ist jetzt wohl öffentliches Zelt. Gut, wusste ich nicht. Der wird sich wundern, wenn ich es danach wieder mitnehme. Ja. Ach, tschüss. Okay. Oh, was? Was ist los mit dem? Stirbt er jetzt? Oh, ist ja so witzig. Nee, ich glaube, der ist müde und kommt jetzt zurück. Nimm schnell das Zelt weg. Just go away. Danke. Geh halt wieder. Geh nochmal. Alter, geh schlafen. Hey, du warst doch gerade da drin. Schlaf. Ich hasse dich. Hasse dich. Stück Kacke, nimm das Zelt mit. Ja. Und kack dich ein. Ah, okay. Lua-Fehler. Geh in alte Fickt frei. Katze macht wieder irgendwas. Nicht, nein, nicht. Böser Mund. Sorry. Was ist das jetzt? Lass das, hör auf, Dinge zu machen, die den Skriptfehler auslösen. Der Tod löst Skriptfehler aus. Wahrscheinlich spielt das Spiel jetzt gleich ab, deshalb. Alter, hör mal auf jetzt. Dann wäre ins Bücherregal. Ja. Dann warte, ich schicke ihn jetzt nach Hause. Ja. Geh weg. Oh. Ciao. Oh. Oh, kein Regenbogen mehr für mich. Oh. Alter, das hört nicht mehr auf. Wir gehen jetzt einfach. Was ist hier? Der will. Also. Martin Wiener. Wir gehen jetzt einfach woanders hin und dann hört das auf. Das ist immer sehr hilfreich, wenn man irgendwie eine Bar besucht oder so. Na gut. Besuchen wir eine Bar! Yay. Mit zwei! Wow! Was? Meinst du, es gibt Juden hier? Bestimmt bei den Sims. Es gibt alles. Nee, aber dort in dem Ferienort. Das sah eher so nach Katholiken aus. Oder nach Azteken. Das stimmt. Aber vielleicht haben die auch bei Mitzwas gemacht. Die hießen da so, aber es ging halt darum, dass man Witze an der Bar macht. Schade. Ne, ist gerade so spät, dass ich gehe.